Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Pack-Opening in FIFA 16 Ultimate Team. Ja, ich habe ja im letzten Video bzw. letzten Pack-Opening angekündigt, dass ich ganz gerne nochmal ein bisschen was Geschnittenes machen würde, was Kürzeres, um nochmal ein paar Highlights zu zeigen in diesem Pack-Opening. Allerdings habe ich was festgestellt und zwar haben wir immer noch dieses Team of the Week bzw. Team of the Gruppenphase und das Team of the Week 13 mit Benzema und Thiago Silva. Und deswegen, weil das gerade momentan so krass ist, haben wir noch dazu 100k-Packs. Und ich habe 3350 FIFA Points und werde eins davon öffnen. Ich werde das jetzt so machen, ein 5K-Set, dann werde ich drei 1,5K-Sets öffnen, dann ein Premium-Goldspieler-Set, also 350, und dann werde ich das 2000er 100K-Set ziehen. Es wird mal wieder typisches Max-Pack-Luck, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wer an mich glaubt, der lässt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Glück und ziehen einen richtig guten Spieler. Ich würde mich darüber freuen, das ist eine großartige Unterstützung. Links in der Videobeschreibung zu RandyRun, Instagram, Facebook, Twitter, also auch Social Media auf jeden Fall mal auschecken. Und dann legen wir los mit dem ersten Set. Das ist noch relativ stressfrei, weil das ist noch entspannt, da kann mir noch nichts passieren. Da kann jetzt eine richtige Graupe drin sein, das ist nicht schlimm. Da erwarte ich nichts. Cleverly hier, 77er Rating ist nix. Aber das ist auch nicht schlimm, weil dafür habe ich nur 104 Punkte ausgegeben. Schlimm wird es gleich, wenn in diesem Set nicht mindestens ein 82er drin ist. Mindestens. Also, ich bin zufrieden, sobald ein 83er drin ist. Dann sage ich, in Ordnung. 82, okay. Unter 82, das wäre wieder typisch mein Glück. Und ich butter, wie gesagt, kein Geld in FIFA rein. Normalerweise müsste ich Glück haben, weil die, zumindest meine Theorie und die von vielen anderen, die ab und zu mal einen 20er reinstecken, die werden belohnt, weil die nicht so oft was reinstecken. Die sowieso reinbuttern, den brauche ich auch nicht irgendwie einen Haken hinwerfen, weil die ziehen sowieso. Und ich öffne alle zwei Monate mal 50 Euro, vielleicht sagen sie, machen wir jetzt mal. Ich bin gespannt, wir öffnen das zweite Set. Harry Kane auf dem Cover ist das 150 FIFA Point Set, beziehungsweise das 7,5K Set. Und wir haben Sergi Roberto da drin, zusammen mit Gentiletti, Özpilis, Cabral und Valdez. Geht auf jeden Fall besser, geht aber auch schlechter. Das heißt, da werde ich mich nicht drüber beschweren. Noch sieht es in Ordnung aus. Also es kann natürlich noch deutlich schlechter werden, aber noch bin ich einigermaßen zufrieden. Ich bin jetzt gespannt, was in diesem Aguero-Set drin sein wird. Ein deutscher Stürmer von Hoffenheim, und zwar Kevin Kurani, die Legende. Der hat ein 79er-Rating, echt. Ich habe mich gerade schon gefreut. Deutsch, selten, hätte ja auch was Cooles sein können. Aber Stürmer, haben wir halt nichts. Ne? Gomez, Klose, Kiesling. Also, Reus wäre schön gewesen, aber das ist natürlich unwahrscheinlich. So, Dos Santos, der Bruder, der wird auch immer dicker, oder sieht er nur so aus? Giovanni ist doch ein Stückchen besser. Aber Kurani ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Dazu noch Rizhikov. Torwart von Rubin Kazan, den wir natürlich nicht haben wollen, der uns nicht interessiert, denn was uns interessiert, sind die dicken Fische. Und die ziehen wir hoffentlich gleich im 100k-Set. Wir bereiten uns weiterhin drauf vor, ziehen Harry Kane, beziehungsweise ziehen einen kolumbianischen Innenverteidiger namens Bernardo, heißt er nicht, Cordoba. Und Thorgan Hazard, natürlich wieder nicht der richtige Hazard. Dazu haben wir Hamjaoglu und nichts sonderlich Interessantes da drin, außer Whelan noch. Mittlere Arbeitsraten, naja gut, ist aber halt langsam und eigentlich schlecht. Bernardo sieht gar nicht so kacke aus. Geht echt klar. Vor allem, weil er bei Giron spielt und von daher, naja, egal, gut. Wir, ja, Freunde, kommen. Ich habe mich verkalkuliert. 800. Rechnen wir mal weiter. Das ist ja totaler Schwachsinn. Egal, wir machen jetzt erstmal ein 25k-Set auf und gucken da mal. Wir haben jetzt noch, okay, das heißt, wir öffnen noch drei normale Sets, außer das würde jetzt hier mich vom Hocker hauen. Es wird Rutledge und Papa, der seinen Vertrag nicht verlängert bekommt. Leider Gottes bei Sounders, ich mag den. El Ghazi, Balmont, Josue, Agite, der sieht echt cool aus. Aus Togo. Forster Skills und Weakfoot. Hat einen Link zu, einzig vernünftigen togolesischen Stürmer in der Premier League zumindest. Und zwar zu Adebayor. Aber der ist ja mittlerweile auch, Vertrag aufgelöst. So, dann würde ich sagen, wir machen mal Himmel weiter. Wobei, nee, wir machen mal ein 15k-Set auf. Komm, wir machen heute alles durch. Wir sind mal eine Wanderhure. Und machen nochmal ein 15k-Set auf, bevor wir dann gleich zum richtig dicken Fisch kommen. Vielleicht ein Inform, vielleicht Diego Alves. Es wird Victor, den habe ich leider Gottes schon. Ist aber ein guter Keeper dieses Jahr, kann ich nur weiterempfehlen. Wir haben viele Duplikate, das müsste zumindest so sein. Ja, drei Stück immerhin. Victor werden wir mal auf die Transferliste packen. Wobei, können wir den eigentlich direkt abstoßen. Der wird nicht für viel mehr gehen als 650. Eigentlich können wir den direkt wegwerfen. Na komm, wir setzen mal für 750 drauf, vielleicht geht er ja dafür weg. 700, 750, sonst discarde ich ihn nachher. An sich ist diese Idee übrigens mit den 10.000 Münzen echt cool, aber dass man wieder so lange runtergehen muss, das nervt ein bisschen. Aber gut, kann man auch nichts machen. Silber-Set schalten wir frei, öffnen wir natürlich gleich auch noch.
Und ich würde sagen, wir öffnen danach schon das 100k-Set, um versöhnlich mit dem 7,5k-Set abzuschließen, um nicht mit einer absoluten Enttäuschung. Weil wenn im 7,5k-Set nichts drin ist, bin ich nicht so enttäuscht, wie wenn im 100k-Set nicht drin ist, wovon ich ganz stark ausgehe. Botzek, von Fortuna Düsseldorf, dazu Berardi. Das ist nicht, ich glaube zumindest, der Hinterbruder von dem Sassuolo Berardi, beziehungsweise Juventus Berardi ist. Öser haben wir dann noch, und einen goldenen Ball. Dazu noch Cambridge, das sieht cool aus. Cambridge, also nicht Cambridge. Naja, whatever. Wir kommen zum großen Fisch, zum 100k-Pack. Ich bin mehr als gespannt, was da drin sein wird. Ich habe noch kein einziges 100k-Pack dieses Jahr geöffnet. Jetzt ist es soweit. 2000 FIFA-Points, das sind 20 Euro für ein Set. Und jetzt ist es geöffnet. Jetzt ist es geöffnet. Bitte 83. Bitte 83. Petr Cech. Na, das ist doch schön. Das ist doch nicht schlecht. Marquisio dazu. Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist in Ordnung. Citizen Carvajal. Leider kein Inform, was schade ist. Aber das ist an sich ein super Pack. Weil, okay, Carvajal wird wahrscheinlich nicht mehr für so viel gehen. Aber das hätte deutlich schlechter sein können. Der geht noch für 1000 Münzen. Egal, das war natürlich trotzdem drauf, keine Frage. Können wir drauf bieten, 850. Lopa ist auch nicht so krass. Baka könnte immer noch für 1000 gehen mit ein bisschen Glück. Okay, geht dann nicht. Jetzt mal für 700 drauf, ist auch in Ordnung. Citizen wird für nix gehen, denke ich mal. 700, 800, naja, den können wir eigentlich discarden. Genauso wie Lopez, das weiß ich, Maxim auch. So, hier haben wir dann mal schon mal ein bisschen was Besseres. Die Spieler mag ich alle, dann haben wir hier den Kollegen Marquisio, der geht noch für was, und zwar für 3000 Münzen. Knapp, den behalte ich aber im Verein. Ich speichere sowieso alles im Verein an sich, aber Tschech, glaube ich, werde ich sogar verkaufen, oder? Auch nur 6000 Münzen wert. Also natürlich wieder nichts rausbekommen, so gesehen an Wert, ne? Aber trotzdem gute Spieler dabei, über die ich mich absolut nicht beschweren kann, und von daher bin ich damit sehr zufrieden. Das freut mich, und ich habe immer den 85er-Spieler gezogen und zwei 84er, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Dazu noch zwei 82er mit Kishner und 5-Star-Skiller. Das war in Ordnung. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Und damit haben wir dieses Pack-Opening relativ versöhnlich schon mal präbeendet. Denn jetzt kommt noch das kleine Highlight, das letzte 7K-Set. Es wäre natürlich schön gewesen, hätte ich einen Inform Ronaldo gezogen oder einen Inform Suarez oder so. Vielleicht im letzten Pack ja noch. Nein, es wird Kutscher, nee, Rakitski, Entschuldigung. Natürlich nicht so schön, aber Sarko noch. Ist auch in Ordnung. Luis, ich bin zufrieden. Ich habe ja nicht die hohen Ansprüche. Ich muss nicht die mega krassen Inform ziehen. Natürlich wäre es schön gewesen. Natürlich war es im Endeffekt wieder ein bisschen Geldverschwendung. Aber es macht halt auch Spaß, Packs zu ziehen. Und wenn man ein bisschen was zieht zumindest, dann ist das ja schon mal ganz schön. Das muss ich gleich ausschwärzen, diesen kleinen Screen hier gerade. Aber da denke ich bestimmt nicht dran. Vielleicht auch schon. Wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in eurem 100k-Set drin hattet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und wie gesagt, hoffe, dass ihr ein bisschen noch mehr Glück hattet als ich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.